sind abnormal. Wir haben alle aus dem Tal mitgenommen. Alle. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute nehmen wir euch mit in den Kalbarri National Park. In diesem Video werdet ihr sehr viele rot-weiß gestreifte Steinklippen sehen. Das ist vor allem das, was den Nationalpark ausmacht. Und auch wunderschöne Schluchten, schöne Strandabschnitte. Genau, und als wir hier waren, da war auch eine Fliegenplage gerade am Start. Also sehr viele Fliegen werdet ihr in diesem Video sehen und hören. Hier sieht das Wasser gerade noch ziemlich ruhig aus, aber es kamen dann doch ziemlich hohe Wellen und es war gar nicht so ungefährlich, da jetzt schwimmen zu gehen. Deswegen sind wir da nur am Rand geblieben und haben da so ein bisschen im Wasser rumgeplanscht. Und das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht und war eine schöne Abkühlung. Und dann ging auch schon langsam die Sonne unter und wir sind zu unserem freien Campingplatz gefahren, wo wir echt aufpassen mussten, weil sobald hier in Australien die Sonne untergeht, sind echt viele Kängurus auf der Straße. Also wir haben vor allem im Kalbarri Nationalpark so viele Kängurus gesehen, sowohl lebend als auch tot. Genau, aber falls ihr in Australien seid, fahrt bitte nicht bei Nacht oder bei Dämmerung, weil das wirklich die krasseste Zeit für Kängurus auf der Straße.
Am nächsten Tag haben wir uns dann dafür entschieden, eine der Wanderungen mitzumachen und haben dann den Loop Track gemacht. Das ist ein 9 Kilometer Hike durch die Klippen bzw. runter zu einem Fluss, und dort gibt es auch einen sehr bekannten Instagram-Spot, der heißt The Window bzw. das Fenster. Das werdet ihr am Ende dann auch sehen. Und genau, aber auf der Wanderung ging es mir nicht so gut, deswegen ist das ein bisschen anders gekommen, als wir uns das am Anfang erhofft hatten. Kilometer 4. Wir haben es hier zu einem Fluss geschafft. Wir müssen uns einmal stärken. Luis hat extrem viele Fliegen am Rücken. Ab jetzt wird es nur noch härter, steiler, anstrengender. Ich glaube, die Leute mit diesen Karotten sind voller Geld. We are the only one in this national park. I'm looking for my Georgie. Großer Bruder vom großen Adler. Ich rufe dich! Geboren in dieser Wildnis, in dieser Hitze, wo das Wasser deine Kehle niemals berührt. Sie antworten die bösen Katar. Niemand ist hier. Was ist das? Knochen von bösen Menschen. Hässlich. Na gut. Hast du mich lieb? Lena, are you okay? Kilometer 6,3. Lena hatte zwischendurch einen kleinen Zusammenbruch. Natürlich nicht aufgrund ihrer Schwäche, sondern weil sie ihre Periode bekommen hat. Kreislauf hat versagt. Bauch geschmerzt.
Julius musste sein T-Shirt im Fluss nass machen und Lena auf die Beine legen. Jetzt geht's mir wieder einigermaßen gut. Ich hoffe, ich kann jetzt weitermachen. Okay, das war lustig. Wir haben es geschafft. Fast. Wir sind wieder am Anfang angekommen. Es war schon anstrengend. Das letzte Stück war nochmal richtig steil. Wir sind stolz, dass wir den 9 Kilometer Hike geschafft haben. 29 Grad. Und Periodenschmerzen. Wir haben alle aus dem Tal mitgenommen. Alle. Also da ist keine einzige. Ich bin gerade eben nochmal unten gewesen und habe geguckt. Keine Fliege mehr. Alle sind an uns dran. Dranne. Dranne. Und drinne. Lena war bullern, jetzt sind die auch drinne. Kein Witz. Muss los.